Auf Österreichs größter Hanfmesse-Kultivar wird seit letztem Jahr rauchfertiges Marihuana verkauft. Diese sogenannten Buds beinhalten aber nicht das in Österreich verbotene Cannabinoid THC, sondern ausschließlich das vollkommen legale Cannabidiol, kurz CBD. Der CBD-Hanf, dessen THC-Wert nicht höher als 0,3 ist, der ist legal. Der andere Hanf, der THC-Hanf, ist illegal. Also ganz prinzipiell ist CBD nicht psychoaktiv, im Gegensatz zum THC. THC ist psychoaktiv, deswegen ist es auch verboten. Das CBD hat sehr viele positive gesundheitliche Aspekte, die der Hanfpflanze zugeschrieben werden, obwohl es eben nicht psychoaktiv ist, das heißt nicht berauschend wirkt. Seit 2015 hat sich CanHelp auf CBD-Produkte spezialisiert. Die Nahrungs- und Nahrungsergänzungsmittel erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Dabei wird vor allem die noch wenig erforschte medizinische Nutzung immer gefragter. Jeder spricht anders auf die Substanz an. Also es ist, was man sagen kann, definitiv ist, dass es nicht high macht. Aber die medizinische Wirkung kann sehr divers sein. Und hauptsächlich ist unsere Zielgruppe 50+. Die Leute, die anfangende gesundheitliche Probleme haben und mit unseren Produkten einen gesunden Lebensstil sozusagen erhalten wollen. Also es ist ganz eindeutig die Health-Lifestyle-Schiene, die am meisten auf die Produkte anspricht. Aber es wird mittlerweile auch viel, viel mehr. Also es geht eigentlich durch alle Schichten in der Gesellschaft. Alte Leute, junge Leute. Das Thema Cannabis ist also durchaus in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Die diversen CBD-Produkte ermöglichen auch einen Konsum ohne das klassische Joint-Rauchen und können so ein breites Publikum ansprechen. Die Welt der Cannabispflanze beschränkt sich aber nicht nur auf THC und CBD. Vom Nahrungsergänzungsmittel über Ernährung, Textilien bis zur guten Dämmung des Eigenheims reicht das breite Spektrum der kleinen grünen Pflanze. Der wirtschaftliche Faktor spielt hier natürlich eine große Rolle und genau hier würden sich die Beteiligten und Betroffenen eines wünschen. Die Diskussion muss auf jeden Fall auf eine sachliche Ebene zurückkommen, weil es bringt weder den Patienten noch den Behörden noch dem Staat etwas, wenn über das Thema unsachlich diskutiert wird. Es ist mittlerweile ja auch ein steuerlicher Faktor, also man könnte ja Milliardenbeträge in Steuern einheben in Europa, würde man das Thema intelligent zur Sprache bringen. In Österreich wird gerade über den medizinischen Einsatz von Cannabis diskutiert. Hier wäre die Politik gefragt. Das Gesundheitsministerium oder die Regierung hat es in der Hand zu sagen, okay, Cannabis als Medikament wird erlaubt, wird freigegeben und dann ist es freigegeben. Das kann unser Government kann das machen, Punkt, wenn sie wollen. Wie sich das Thema weiterentwickelt, wird vor allem von einem konstruktiven öffentlichen Dialog abhängen.